Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier in einem gruseligen Geisterwald und wir müssen quasi gerade so ein bisschen Unterschiede erkennen und anhand dieser Unterschiede einen Weg auswählen. Ich würde sagen, in dieser Runde hat es irgendwas mit den Pilzen zu tun, weil das sind überall unterschiedliche Anzahlen von Pilzen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, worauf ich genau achten soll. Ich habe halt keinen Bock, wieder ganz am Anfang zu landen. Guck mal, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde jetzt mal die Pilze mit der meisten Anzahl nehmen. Das ist das hier, glaube ich. Ich versuche mal mein Glück. Sieht gut aus, glaube ich, oder? Oh Gott. Die verschwinden komplett jetzt, alles klar. Alter, dieser Wolf, ne, im Hintergrund. Die verschwinden auch komplett. Fuzzis will mal... Ah, ich will kein Fuzzi. Wir sind auch richtig low HP, ne? Also da müssen wir auch gerade richtig aufpassen. Sonst sind wir gleich tot. Wir haben nur noch 3 KP und 1 BP. Also wenn wir getroffen werden, müssen wir auf jeden Fall irgendwas unternehmen. Gott, nein! Das ist so eine blöde Piranha-Pflanze. Okay. Shit! Oh, oh, das ist jetzt sehr schlecht. Kacke, ey. Ja, nee, wir nehmen diesmal wohl so ein Ding hier. Geht erstmal nicht anders. Ansonsten... Eine Explosion, die alle Bodengegner trifft. Alter, 6 Schaden. Holy moly, ist das ein guter Angriff. Boah, ich glaube, sie ist mit dem Angriff auf jeden Fall weit vorne bei mir erstmal. Gott, sag mal. Kann einfach nicht wahr sein, ey. Schon wieder 4. Ja, Powerbombe halt, ne? Ja, so ist geil. Und Level up. Ich bin so ein Ordenopfer, ne? Aber Orden sind schon cool. Wir nehmen BP. Diesmal nehmen wir BP. So. Scheiße, schon wieder. Gibt's noch nicht. Hey, Bombette ist ja, macht ja, ist ja ein richtiger Kracher, sag ich mal. Hammermäßig, ey. Bam, alle weg. 3 Erfahrungspunkte nur leider, aber egal. So, Frage ist, zählen die jetzt auch als schwache Gegner? Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. So, das waren jetzt die richtigen. Heißt, hier geht's lang. Huh, also der Wald ist übel. Wie lange geht das noch so? Ein Fuzzi. Okay, ich... hä? Hast du etwas in Buhus Villa zu erledigen? Dann hier entlang. Ich laufe nochmal kurz eine Runde. Will nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber sieht nicht so aus. Okay. Auf zu Buhus Villa. Ist das der neue Dungeon direkt oder ist das jetzt erstmal nur Sidequest? Ja, endlich sind wir da. Ah, könnte schon sein, dass das der neue Dungeon ist direkt. Ah, die Musik ist cool. Oh, endlich! Keine Sekunde länger hätte ich es in diesem gruseligen Wald ausgehalten. Mario? Ich bin mir sicher, dass dies die Villa sein muss, von denen der gruselige alte Geist gesprochen hat. Ne, wie kommst du denn da drauf? So, kann ich hier? Ich kann an den Büschen wackeln und da ist ein Block. Zack! Noch so ein Voltopilz. Interessant. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit, später mit einer Röhre herzukommen. Tür geht auf.
Oh oh. Willkommen, sehr verehrte Dame, sehr verehrte Herren. Ich bin erfreut zu sehen, dass Sie durch den Nimmer-Nimmer-Wald gefunden haben. Meine Herrin erwartet Sie im höchsten Zimmer dieser wunderschönen Villa. Okay. Bitte gehen Sie in den zweiten Stock. Dort werden Sie alle Neuigkeiten über die hohen Sterne erfahren. Ich werde Sie dort erwarten. Ich dachte, er kommt nochmal und sagt, oh weh, du kommst nicht, dann esse ich dich. Okay. Heilen wir uns erstmal, würde ich sagen. Und... okay, hier geht es auf jeden Fall auch noch irgendwo lang. Soll ich da mal lang gehen, oder? Wo geht's denn da lang? Du kannst sie nicht öffnen. Okay, dann ist das für später. Ich wollte nur mal gucken, Leute. Ich wollte nur mal gucken. Keine Sorge. So, einmal bitte speichern. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes machen können. Hm. Auf jeden Fall eine schöne, gruselige Geistervilla erstmal. So, haben wir denn hier was im Schrank? Nö. Dann haben wir hier ein Tagebuch. Dürfen wir auch nicht lesen. Wir haben eine Tür, die können wir öffnen. Wir haben ein fettes Sofa. Und dann hört's auf. Okay. Okay, gehen wir erstmal durch die Tür, würde ich sagen. Du. Jumpscare. Was? Warum? Ich darf nicht mal mit dem Hammer hauen. Ist das jetzt einfach so ein Joke oder was? Okay, alles klar. Okay, den Raum verstehe ich noch nicht. Weiß nicht, ob der schon Sinn hat. Vielleicht noch nicht. Okay, dann geht's wohl erstmal die Treppe hoch. So, du bist doch ein neuer Gegner, oder? Gumbario, mein Freund. Hallo? Ist das kein Gegner? Gibt es hier gar keine Gegner? Ist das eine freundliche Hütte? Ne, sieht mir nicht so freundlich aus. Hi! Doch, mit dem kann ich sprechen. Mir ist so langweilig. Ich weiß, Lady Boo hat mir befohlen, hier zu bleiben. Aber für wie lange noch? Darf ich? Ich weiß doch nicht. Mann, ich will die Kiste haben. Okay. Müssen wir jetzt gegen solche kämpfen oder nicht? Was haben wir hier? Ja. Okay. Mario, da bist du ja. Wenn du diese Schallplatte haben willst, musst du erraten, wer sie hat. Ach du Scheiße, jetzt kommt wieder so ein Spiel. Lady Boo wird sehr böse, wenn wir es ihm zu einfach machen. Gebt euer Bestes, so wie ihr es geübt habt. Ähm.
Das war gut, ne? Nein, Buhu. Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Buhu, Lady Buu wird uns unseren transparenten Hintern versohlen. Transparenten Hintern. No. Tschüss. Schallplatte ausgezeichnet. Wie kann man sie abspielen? Plattenspieler? I don't know. Okay, den letzten Schrank machen wir auch noch auf. Der wird wahrscheinlich wieder auf mich drauf fallen. Aber ich wollte es zumindest versuchen, ne? Damit ich hier alles versucht habe. Ach ja. So. Ansonsten, weiter geht's. Ja, also Schallplattenspieler habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Hab ich dich erschreckt? Du möchtest doch hoch in den zweiten Stock, oder? Zuvor musst du allerdings den Inhalt dieses Bildes finden. Findest du ihn, lasse ich dich nach oben gehen. Muahahaha! Buu ist ganz schön streng, wenn sie ihre Gäste so auf die Probe stellt. Aber es ist Lady Buu. Ist das der Inhalt des Bildes? Okay. Also wir haben jetzt die Schallplatte. Ist aber der einzige Hinweis, den wir haben. War hier irgendwo ein Plattenspieler? Bringt mir das... Nee, okay. Wenn ich den Raum verlasse, werde ich wieder normal. Ich habe noch keinen Plattenspieler gesehen. Oder ich bin doof. Warte mal. Und den Inhalt des Bildes muss ich finden. Ach da. Ach so, ja, okay. Wie konnte ich das nur übersehen? So. Ups. Drücke A, um die Platte zu spielen. Triff den Rhythmus. Drücke nicht zu schnell oder zu langsam. Na toll. Drückst du B, hört die Musik wieder auf. Ah ja, okay. Wie lange denn noch? Wie lange? Hallo? Ich sollte nur ablenken, ne? Gewicht. Kann man es hinsetzen? Oh nein! Lady Buu gab mir den Auftrag, diese Schatztruhe zu bewachen. Ah, du kommst ohnehin nicht weiter, wenn du nicht weißt, wie man dieses Gewicht verwenden muss. Mann! Das hätte mir auch einer sagen können, dass ich den damit nur ablenken soll. Ich dachte, der gibt mir dann die Schatzkiste freiwillig. Und ich muss das Lied zu Ende spielen, aber irgendwie war es nicht so. Warte mal, ein Gewicht. Ach, Leute. Was soll ich denn jetzt mit dem Gewicht? Dass hier unten was irgendwo zu tun hat. Ich das hier drauf platzieren? Bin jetzt schwerer, theoretisch.
Was kann ich denn? Items? Gewicht. Ein sehr schweres Gewicht. Wo kann man das wohl einsetzen? Jo. Ganz klar auf die Couch. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Das kam unerwartet. Jo. Leco mio. Das kam super unerwartet. Ah, okay. Verstehe. Alter, hab ich mich erschrocken. Okay. Ist hier der Inhalt des Gemäldes drin, zufällig? Ja, genau. War einfach nur eine Fake-Schatzkiste. Alter, ist ja voll das Horrorhaus, ey. Also ist echt gut gemacht. So, okay, gehen wir mal in den Keller. Oh Gott. Hier mal eine fette Uhr. So, gucken wir mal hier rein. Hier haben wir zwei Kisten. Aber die stehen ja irgendwie überall rum. Da haben wir eine Kiste. Gibt's, hä? Also ich verstehe diese Räume nicht. Einfach so leer und nichts aussagend. Warte mal kurz. Das sieht mir aus wie eine Fake-Kiste. Ach, nicht schon wieder. Ach Mann! Kommt schon! Was soll denn das? Oh, Mario, willkommen! Wenn du diese Stiefel haben willst, musst du erraten, wer von uns sie hat. Die besseren Stiefel, Leute. Lady Boo wird sehr böse sein, wenn wir es ihm zu einfach machen. Okay, ist das jetzt schwieriger, ja? Ba, 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 ba. Der war's. Der da. Der da. Mann. Perfekt. Du hast die Superstiefel. Die Angriffskraft von Marios Sprung wird erhöht. Außerdem kannst du nun den Wirbelsprung ausführen, wenn du A in der Luft gedrückt hältst. Nein, Boo. Du hast es erraten. Na gut, dann nimm sie. Oh, Buhu. Lady Boo wird uns ordentlich unseren transparenten Hintern versohlen. Mach die doch öfter, oder? So, okay, cool. Hä? Hallo? Hallo? Ganz in der Nähe befindet sich eine versteckte Bodenplatte. Darunter ist ein Sternsplitter versteckt. Drücke A, während du springst. Kannst du sie finden? Viel Glück. Ah, okay, ich kann jetzt dautzen quasi. Aber war das jetzt falsch? Oh, ein Händler. Okay, cool. Oh, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, ob ich irgendwo was verpasst habe. Leute, habe ich irgendwo was verpasst? Wie dumm das ist. Das ist mega dumm. Was ist denn das hier? Muss ich das mit dir reden? Lady Boo hat mir befohlen, keine Waren an Mario zu verkaufen. Und da du Mario bist... Aber sieht cool aus. Was ist dieses Fragezeichen? Ich würde es gern wissen. Ich bin Mario. So und... Bam, Alter! Okay, wir kommen wieder nach oben. Eine Bodenplatte, Leute. Eine Bodenplatte ist versteckt. Wie gemein. Ich darf keine Waren an Mario verkaufen. Nicht erlaubt. Okay, die Kisten kann ich also auch kaputt machen. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Okay, eine versteckte Bodenplatte. Sieht man das irgendwo hier? Das war dumm, ne? War schon dumm, ja. Oh, da ist er.
Ja, und wie? Hä? Ganz in der Nähe ein Boot und Platte, darunter ist ein Sternfilm versteckt. Drücke A, während du springst. Kannst du sie finden? Ja, ich habe sie gefunden. Und jetzt? Kommen sie ja trotzdem nicht. Hä, verstehe ich nicht. Ach so. Okay, gut, das war's. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Im nächsten Part geht's dann weiter hier im Horrorhaus. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.